Ja, moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Nerim. Ja, genau, ich weiß, wir haben nicht hier beim letzten Mal aufgehört, sondern ja eigentlich im Hafenviertel. Aber ich hatte mich ja schon gewundert, warum im Theater keine Musik gespielt hat. Und ja, das war tatsächlich irgendwie ein Fehler vom Spiel, irgendwie ein Bug oder irgendwas, die Kombi, mein PC, das Spiel. Jedenfalls war das gar nicht so einfach rauszufinden. Und letztendlich hat mir der liebe Kermit, liebe Grüße noch, wieder sehr geholfen. Und wir haben im Grunde genommen das ganze Spiel nochmal deinstalliert und nochmal neu installiert. Und ja, zumindest in meiner Testaufnahme hat alles geklappt und die Musik hat gespielt. Und das wollte ich euch natürlich auf jeden Fall sehr gerne zeigen. Und euch sozusagen nicht vorenthalten. Heute auch wieder mit dabei, passend zur Stadt Erutin, mein Becher aus Erutin oder mit Erutin-Motiv. So, ein Becher aus Erutin habe ich nicht, aber mit Erutin-Motiv. Und ja, weil der so cool groß ist, ist der mittlerweile eigentlich zum ständigen Begleiter hier bei meinen Gaming-Sachen geworden. Also, viel Spaß jetzt! Ja, sehr schön. Finde ich, passt mega gut hier rein. Echt geil gemacht. So magst du wachsen, blühen, gedeihen. Zu früh die Kraft versieht. Bist du gebadet im Polenschein. Am Sterbebett eins blieb. So magst du wachsen, blühen, gedeihen. Zu früh die Kraft versieht. Kann ich damit raufjumpen? Oh nee, das geht nicht, das ist eine unsichtbare Wand. Bist du bad im Mondenschein, am Sterbebett eins liegt. Leb, leb, ihr deiner Sehnsucht stirbt, ihr euch den Hauch cool. Des zeitlosen Kraft und Trotz versiegen. Gib, gib, all deine Lebenskraft, mit Träumen deines Herzens, deines freien Geistes. Ja, das ist auf jeden Fall mega. Richtig cool, dass sie das eingebaut haben. Hey, Theater, Angestellter. So, kann ich gar nicht anschnacken. Sieht ja auch geil aus, ey, herrlich. Den Blick steht dich zur Erde. So machst du ängstlich und gebückt. Ja, ich denke mal, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Und ich denke mal, die anderen Leute, die kann man hier gar nicht ansprechen. Und auf jeden Fall mega super gemacht. Also gefällt mir echt top. Bin froh, dass die Musik jetzt spielt. Wie gesagt, keine Ahnung, dass das für ein Fehler war. Ja. Er guckt sie weg. Herrlich. So, und dann sehen wir uns eigentlich gleich wieder auf dem Marktplatz. Ich habe eigentlich schon ganz genau einen Plan, was wir heute so machen. Und ja. Also, dann bis gleich. Ja, und wie versprochen sind wir auch wieder, oder bin ich wieder da. Und wir sehen uns hier auf dem Marktplatz.
Ihr seht es auch schon, da ist der nächste Stufenaufstieg. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen was erledigt. Unter anderem meine sichere Truhe aufgeräumt, mein eigenes Inventar. Ihr seht auch, ich bin ein bisschen anders gekleidet. Hab mal ein bisschen was ausgetestet und ja, so sieht das Ganze aus. Wir haben auch ein anderes Schwert jetzt tatsächlich, und zwar das Sternlingsgroßschwert der Verbrennung. Macht eigentlich genauso viel Schaden wie das, was wir vorher hatten, nur dass es halt beim Feuerschaden einen Punkt mehr macht. Ich habe jetzt auch mal den vergoldeten Bogen dabei. Ja, einfach um mal ein bisschen rumzuwechseln. Ansonsten habe ich sehr viele Sachen verkauft. Ja, ganz viele, sag mal schnell, Tränke auch wieder und Zutaten und. Ein paar Sachen sind hier noch drin. Die habe ich noch nicht wieder zurückgelegt. Aber dann lasst uns erstmal den Levelaufstieg machen. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 21. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als habe man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolgs selbst verdient habt. Ja, gehen wir wieder natürlich auf Intelligenz, auf Willenskraft und... Ja, das, weiß nicht, das brauchen wir ja nicht. Ja, müssten wir wohl eigentlich mal wieder, ja, nehmen wir das so, fertig. Zack. So, haben wir das auch. Und damit können wir auch... Ich glaube, Magie Stufe 4 müsste das sein. Können wir jetzt auch benutzen. Da haben wir sogar schon zwei. Die kann ich ja mal mitnehmen. Lösen wir die mal ein. Und dann schauen wir mal rein, was genau das... Genau, Veränderung, Fertigkeit Stufe 75 können wir sowieso nicht machen. Und das andere gegen Zauberillusion, ja, da sind wir auch ganz, ganz weit von entfernt. So, bei der Spinnentante brauchen wir auf jeden Fall noch... Ach, ich gehe auch die falsche Richtung noch nicht wieder rein, denn die 3 Tage sind auf jeden Fall noch nicht wieder um. Wir können aber zur Bank und da mal schauen. Oh ja, jetzt sind sogar Leute da. Bankier Rodriguez. Rodriguez. Mm. Guten Tag. Willkommen in unserem Bankhaus. Möchtet ihr ein Konto bei uns eröffnen? Das ist kostenlos und ein Schließfach bekommt ihr gratis dazu. Selbstverständlich möchten wir das. Sehr schön. Das geht ganz schnell. Ihr bekommt ein Konto und ein Schließfach in unserem Haus. Euer Schließfach trägt die Nummer 2222. Ihr könnt jederzeit Geld auf euer Konto einzahlen und es wieder abheben. Natürlich bekommt ihr Zinsen. Ich muss euch aber darauf hinweisen, dass der Zinssatz schwankt, je nachdem, wie sich unsere Wirtschaftslage gestaltet. Dafür sind eure Wertsachen hier so sicher wie nirgendwo sonst. Glaubt mir, hier hat sich noch kein Einbrecher reingetraut. Gut, damit sind die Formalitäten erledigt. Willkommen in der Bank von Erotin. Ja, ich möchte etwas einzahlen. Aber gerne. Wie viel Geld möchtet ihr einzahlen? Oh, 10.000. Joa. Machen wir mal 5. Abheben, aber wie kann ich denn... Sehr wohl. Ich öffne euch die Tür. Hm. Geht einfach die Treppe hoch und dann geradeaus den Gang entlang bis zur letzten Kammer. Euer Schließfach befindet sich auf der linken Seite. So, so. Na, dann gehen wir erstmal dahin.
Ja, mit der können wir nicht sprechen. Er ist hier fleißig am Zählen. Ach du Scheiße. Ja, den gönn dir mal, ne? So, den Gang. Oh, ausrauben, ja, das weiß ich nicht. 11 ein. Das ist alles unmöglich. Ich dachte, hier können wir nochmal den Panzerknacker machen. Aber... Silber. Herrlich. Ja, das können wir nicht bringen. Da kommen dann auch gleich die Wachen. Hier sind wir wohl richtig, ne? Ja. Tür geöffnet mit Banktresorschlüssel 2222. Ach, geil. Hier ist auch noch eine Truhe. Das sind unsere Sachen. Dann ist ja geil. Mein Konto... Oh, hier spackt das Menü gerade wieder so ein bisschen rum. Ich weiß nicht, muss man denn hier die Beteiligung wahrscheinlich reinlegen, oder? Oh ja, das hat anscheinend funktioniert. Ja, warum das jetzt so buggy ist... Bank leicht gemacht. Wert der Kunde. So funktioniert die Bank von Erutin. Solltet ihr ein Konto in unserem Haus besitzen, besteht die Möglichkeit, Zinsen und euer angelegtes Geld zu erhalten. Außerdem könnt ihr Beteiligung in euer Konto einlagern, was euch einen zusätzlichen Gewinn beschert. Man merke, nur was auf eurem Konto liegt, kann auch Gewinne abwerfen. Weiterer Hinweis, die Ausschüttung von Zinsen und Gewinnen erfolgt alle 4 Tage. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gelesen. Ah ja, es geht automatisch wieder zu. Ja, sehr schön. Oha, hier ist nochmal extra. Hm. Das könnten wir sogar öffnen. Werden wir die anderen Sachen nicht öffnen können. Oha. Bankangestellte hier noch. Steuereintreiber Katjes Haus. Okay. Ja, hier gibt's ja einiges auf jeden Fall. Dann bin ich schon mal wieder weg. Oh, ist das jetzt mein Ernst? Oh, auf eine falsche Taste gekommen. Hat aber irgendwie nicht geklappt. So. Prima, haben wir das auch. Und, oha, die kommen da auch schon wieder angelaufen. Wo ich aber auf jeden Fall nochmal hin wollte, da wollte ich nochmal was ausprobieren. Ach du Schreck, hier waren wir auch noch gar nicht. Wachstube. Ach doch, Kunstgalerie. Ja doch, das kommt mir bekannt vor. Jetzt überlege ich natürlich gerade, wo das nochmal war. Ach, hier war Gervasius. Ich wollte eigentlich nochmal...
Hier war das Gericht. Ja, ich wollte eigentlich noch mal zu der Dame da. Ach ja, genau, hier war das. Und zwar zu dem Hehler. Ich habe mir nämlich extra was aus meinem Inventar jetzt eingepackt, was mit rot markiert ist, wegen geklaut. Und ich wollte mal sehen, um euch fort, ob der das nimmt. Zwar die. Oha, ja, tatsächlich, der nimmt das. Das ist ja geil. Und die, aber die bringen nichts, aber die nimmt er auch. Bin ich die auch los? Geil, Leute, dann wissen wir ja, wenn wir mal was Geklautes haben, dass er das hier nimmt. Das ist ja perfekt. Die hat noch nicht offen, die Taverne. Macht wahrscheinlich später erst auf. Aha, was ist das? Also irgendwas ist hier komisch bei dem Spiel. Ich weiß nicht. Ich lade es mal neu. Also, na, ist nicht weg. Ja, so Leute, das tut mir leid, aber ich musste jetzt hier nochmal einen Cut machen, weil, ja. Ich, keine Ahnung, ihr habt das ja gesehen bei den Tonnen, da war ja immer so eine komische, was weiß ich für eine Meldung das war. Irgendwie so skriptmäßig und... Ja, keine Ahnung. Ich habe es jetzt beendet, einmal neu geladen und hoffe, dass das jetzt nicht wieder auftritt. Also seitdem das da auch mit der Musik war und so. Ganz merkwürdig irgendwie. So, dann haben wir, glaube ich, erstmal alles. Den Rest mache ich wieder ohne euch hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter auf Entdeckungsreise. Ja, stimmt, da war ja noch eine verschlossene Tür. Und wir sind ja, sag ich jetzt mal, auch schon im Hafenviertel gewesen. Da gehen wir auch gleich noch hin, aber weil hier gleich das Gericht ist, mache ich jetzt mit euch noch mal was Verrücktes. Und zwar, wir kaufen uns jetzt das Haus. Ups. So, Kollege. Na, wen haben wir denn da? Ich fühle mich überaus geehrt, dass ihr mich noch mal aufsucht. Habt ihr eine neue Entscheidung bezüglich des Hauses getroffen? Ja, dann gib her den Karten. Überragend! Ich wusste es, mit jemandem wie euch kann man ein gutes Geschäft machen. Ausgezeichnet! Dann überreiche ich euch hiermit den Schlüssel zu eurem neuen Zuhause. Viel Spaß damit! Oh, das war sogar eine Quest. Oh, 10.000, Alter, das tut richtig weh. Ja, dann gucken wir mal. Oh, wir haben immer noch 22.000. Ich hatte gut... verhökert den ganzen Kram. Von daher, ja. Na, dann gehen wir doch mal gucken. Jetzt will ich aber hier noch mal kurz reinschauen. Bleibe in E-Routine. Ich habe Julius' Angebot angenommen und bin jetzt Eigentümer des Hauses am Marktplatzviertel hinter dem Wassergraben. Bank von E-Routine haben wir auch erledigt. Das waren auch alles Quests. Ist ja geil. So, gehen wir hier wieder raus. Ach so, ja, zu den Bücherfritzen wollte ich auch auf jeden Fall nochmal. Das mache ich dann aber ohne euch. Das kennt ihr ja schon, das ist ja eigentlich nur verkaufen, sag ich jetzt mal. So,
Tür geöffnet mit Schlüssel zu meinem Haus. Und da ist leider das Spiel abgestürzt. So, das hat jetzt geklappt. Truhe, Schrank. Ja, wie er gesagt hat, ne? Dass das Original noch so eingerichtet ist. Oha, viele Sachen hier. Können wir alles verkaufen? Oder stehen lassen für Deko? Falltür. Oh, das ist ja riesig hier. Buch. Noch mehr Bücher. Eine sichere Truhe. Ups, ein Bettchen. Ja, nehmen wir mal mit. Hab ich hier jetzt umgerannt, sag ich mal. Ja, habe ich ja gesagt, das ist nur so eine ganz kleine Katschemme hier. Aber ja, was will man mehr, ne? Wir sind allein. Geil, schon irgendwie cool. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Oh, hier ist noch so ein Turmzimmer. Das ist ja niedlich. Wieso denn drei Teller? Ich bin doch nur allein. Schubladen? Joa, was soll die da versauern, ne? Ich meine, ist ja Quatsch. So. Ja, denn wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Dann möchte ich gerne hier sitzen. Schön. Sieht das nicht top aus? Toll. Gefällt mir. Prima, Leute. Haben wir wieder was entdeckt. Und ja, haben wir jetzt hier ein Häuschen. Geil wäre das natürlich noch gewesen, wenn man sich hier immer... Ach, das ist geil, das Schweinkrambuch. Alles sogar doppelt hier gefühlt. Wenn man hier nochmal irgendwie... Ja, sowas wie so eine Art Teleportplatz hätte im Haus direkt. Dass man sozusagen... dann immer wieder direkt ins Haus zurückkehren könnte. Stimmt, hier hatte ich schon mal geguckt. Ja, tipptopp. Dann werden wir mal ans Hafenviertel weitergehen. Oder wir gehen vorher noch mal hier in die Kapelle. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich jetzt so viele Unterbrechungen hier hatte, habe ich auch gar kein Zeitgefühl mehr. Wenn ihr Heilmittel und Kräuter sucht, seid ihr hier richtig. So. Schaut euch um. Aha. Ja, nicht schlecht. Ich habe leider keine Zeit. Nee. Muss lieber beten, ne? Ist ja riesig. Hier kann man hier auch noch durch? Nee. Weil da ist doch einer. Kann man nicht durchgehen? Nee. Tatsächlich nicht. Leute, ne? Ich habe gerade eine richtig bekloppte Idee. Ich speichere vorher nochmal. Der ein oder andere ahnt das wahrscheinlich schon. Nee, geht nicht. War beim letzten Mal mit dem Schlüssel war das anders. Da wurde das denn irgendwie lila angezeigt. Ich will jetzt hier auch gar nicht so viel rumzaubern. Nachher macht hier noch einer Stress. Gut, gehen wir denn gleich nochmal hier hoch? Oh, ist auch noch eine Tür.
Erotin-Gruft? Was? Ja, da gehen wir ja dann natürlich rein, ne? Mhm. Hauptstadt? Hauptstadt? Okay. Da ist schon gleich der erste Gegner. Und da auch schon der zweite. Sind überall so eine Viecher. Okay. Krass. Das sieht ja schon wieder so aus, als wäre das hier etwas größer. Auch so viele Türen. Oh, 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 oh. Hält der denn aus, sag mal. Hohoho, ist wie er weggeflogen ist. Oh. Das ist geil, ey. Das war das geil, ey. Herrlich. Boah, aber war jetzt nicht so, dass man sich das aus Rippen geleiert hat. Erodans Gedenkkammer. Hier überall noch. Sehr. Oh, hier geht das auch. Ach du Scheiße. Oh, was war das für eine? Habt ihr das gesehen? Oh. Ui, 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 ui. Oh, da geht das auch noch runter. Ach du Scheiße. Sehr gar Handschuhe. Unsichtbarkeitstrank, soll mir das irgendwas sagen? Kann ich wohl nur... Es sah bald so aus. Schattengestalt. Metamana. Was ist das? Krass. Sah bald so aus, als hätte ich den nur irgendwie mit Zauber beikommen können. Es war da. Ach du Scheiße. Macht aber relativ viel Schaden, ne? Ui, 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 ui.
Na, komm her. Ich fass es nicht. Uiuiui, hier geht es auch. Oh je, Gott, oh Gott, oh Gott. Na, hier kommen doch bestimmt auch Gegner. Oh, habe ich mich erschrocken. Jetzt muss ich mich erstmal heilen hier. So ein Vieh hatten wir schon mal gesehen. Das muss damals, ich glaube, bei den Isela-Brüdern oder so gewesen sein. Oha, eine durchschnittliche Truhe. Gut, die brauche ich dann gar nicht versuchen. Ring der Schattentiefe. Geil, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Uiuiuiui, ist das riesig hier, ey. Nee. Ah. Nee, hier war nur. Nee, hier ging das doch auch noch runter, ne? Na, war klar. Magieverseuchter Zombie. Was ist das? Boah, das ist ja auch noch mal riesig hier. Geht das hier auch noch mal hoch? Sind wir jetzt in dem Turm? Da hinten war auch noch eine Tür. Na, hier wird wohl keiner kommen jetzt erstmal. Geile Transportrune noch. Das sieht ja auch fantastisch aus. Oh, da ist noch eine Transportrune. Wo liegt die denn? Ja, hat geklappt. Oh, jetzt habe ich die sogar noch runtergeschleudert. Haben wir das? Da müssten wir noch mal einmal zurückgehen. Puhuhuhu. Ja, ich glaube, das wird schon wieder eine längere Folge hier. Ich muss jetzt echt. Viertel. Okay. Wie viele Zugänge denn? Hier war doch auch noch einer, ne? Erudans Grabkammer, ja. Müssen wir machen. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Folge. Was? Was ist mit dem? Gucken wir noch einmal hier hoch. Das war doch, das hatte ich doch schon gesehen. Und von da bin ich gekommen. Hundertprozentig. Okay. Ja, dann bleibt uns noch Erudans Grabkammer. Aber was uns da erwartet, Leute, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.